das passt natürlich sehr gut, weil es 8-Bit-Musik, das ist Musik gemacht mit alten Spielkonsolen wie Game Boys und Commodore 64. Die neue Musik, neue Musik gemacht mit Rechner, das ist natürlich etwas Normales, aber das Coole an 8-Bit-Musik ist halt, dass es so einzigartig ist. Man hört gleich, dass es eine alte Spielkonsole ist. Und ja, deswegen passt das sehr gut bei Play. Ich war bei Hannes Vertalas Workshop, IRQ7 heißt er. Und er hat einen Workshop Gameboy-Musik hat er gegeben. Da waren sehr junge Leute, das war eine Klasse, eine Schulklasse. Und die kannte sich überhaupt nicht aus mit dem Gameboy. Die wussten allem, was das war. Aber ich glaube, dass die meisten nicht mal einen Gameboy in der Hand gehabt haben. Also ja, das war sehr cool und das ging eigentlich ganz gut.